Ja, also, Step 1 ist erledigt. Und jetzt, ja, jetzt machen wir uns an den Schiebeschlitten. Und der Schiebeschlitten, der hat ein bisschen eine Besonderheit, denn den, ja, der hat ja, das ist ja ein bewegliches Teil und bewegliche Teile sind ja immer, ihr habt es ja gerade vorhin gehört, ich mache es nochmal. Ja, sind also immer mit ein bisschen mehr Spiel versehen. Und dieses Spiel ist mir allerdings zu viel und deswegen gibt es dort eine Lösung und die zeige ich euch jetzt. So, und dazu lösen wir im vorderen Bereich, das heißt, wir arretieren das, lösen wir im vorderen Bereich hier diesen Anschlag. Den schrauben wir raus. Das ist der Anschlag, dass es eben nicht rausrutscht, dieser Schiebeschlitten. Den bauen wir aus und ziehen diesen Schiebeschlitten nach hinten weg. Den können wir also komplett rausnehmen. Umdrehen und dann seht ihr auch schon, was das eigentliche Problem ist, denn es sind hier schwarze Schienen, Kunststoffschienen eingearbeitet und die haben Spiel. Die bauen wir jetzt mal aus und die probieren wir mal dann, wie sie da drin in diesen Aluminiumschienen laufen. So, ich habe mal diese Schiene ausgebaut, ich zeige sie euch mal. Das ist so eine Schiene. Ja, das ist eine Kunststoffschiene, eine schwarze Kunststoffschiene und die hat dieses Profil, ich hoffe, ihr seht das. Ein bisschen näher rangehen. Okay, ich hoffe, es fokussiert. Die hat also so ein, ja, wie so ein T-Profil. Und diese Schiene, die sieht, oder die läuft, so muss ich sagen, die läuft in dieser Aluminiumschiene wie folgt. So, wir setzen die mal ein. Die war hier drin. Die setzen wir mal ein. Und schon beim Einlaufen seht ihr, was da für Spiel drin ist. Ja, wenn wir sie ganz reinschieben, so dass sie eigentlich links und rechts anlegen müsste, sauber anlegen müsste, wenn sie spielfrei wäre, hört ihr das? Also ihr seht und hört, die Schiene hat ganz, ganz ordentlich Spiel. So, und auch hier gibt es eine Lösung. Und zwar sind das neue Schienen. Ganz einfach. Vier neue Schienen. Das ist auch ein T-Profil, auch als T-Profil ausgearbeitet, also die gleiche Struktur oder das gleiche Profil. Und diese Schienen, die machen wir jetzt mal hier rein. So, die geht natürlich etwas strammer rein, das ist klar. Und wie ihr hört, hört ihr hier gar nichts. Ja. Also hier gibt es überhaupt kein Spiel. Null. Und das ist das, was natürlich dann hier dieses Spiel komplett rausnimmt. Ja, an diesem Schiebeschlitten. Die Schiene läuft natürlich nicht so super leicht. Das seht ihr. Die hier im Gegenzug dazu läuft viel leichter. Ja, also die könnt ihr hin und her schießen. Aber das ist ja nicht unbedingt notwendig. Brauchen wir ja nicht, dass es so leicht läuft. Uns ist es lieber, es läuft stramm, ohne Spiel und einfach ein bisschen mit einem besseren Maß. So, und die bauen wir jetzt ein an den Schiebeschlitten und dann setzen wir den ein und stellen den ein. So, die Schienen sind montiert. Und ich habe jetzt die Schrauben alle ein bisschen locker gelassen. Ich habe sie also nicht fest angezogen, auch nicht alle reingesetzt, sondern nur die an den Enden, den jeweiligen Enden reingesetzt, bis auf hier. Die könnte man eigentlich mal wieder rausmachen. Ja, und dann brauchen wir eins. Wir brauchen eine Parallelität dieser Schienen noch. Und wie kriegen wir das hin? Und zwar gibt es dazu auch ein Hilfsmittel. Und das zeige ich euch jetzt. Und zwar ist das ein ganz spezieller Einstellstein.
nennen wir ihn Stein. Das ist eine Vorrichtung, das ist auch ein Kunststoffteil. Das sieht so aus und hat die Form dieses Tisches. Ich zeige euch das mal kurz. Und zwar ist es ein Stein, der passt exakt zwischen dem Tisch und dieser Schiene. Und das ist der Stein, der hier anliegt, an dieser Fläche anliegt und auch an der Schiene anliegen kann, vorne. Und dieser Stein, den setzen wir hier ein, lösen diese Schrauben und stellen diese Schiene parallel zu dieser Kante oder zu dieser Innenkante aus. So, das heißt, ich habe die Schrauben gelöst. Und ihr seht, die Schiene hat Spiel, ganz ordentlich Spiel. Und jetzt fangen wir damit an, den Stein erstmal hier reinzusetzen, anzuschlagen, sodass der sauber sitzt, aber natürlich nicht klemmt, ja? Sondern dass er einfach sauber da drin sitzt. Legen die ganz leicht an, ganz leicht nur. Setzen den Stein hier ein, machen hier dasselbe. Auch, dass er sich noch bewegt. Ziehen hier auch ganz leicht an. Und dann müsste dieser Stein ohne Spiel hin und her zu bewegen sein. Hier ist kein Spiel drin. So. Und dann ziehen wir diese Schrauben ein bisschen stärker an. Immer nur die vorderen und die hinteren. Ohne Spiel. Ohne Spiel. Und ziehen die dazu an. So, diese Schiene hier ist ausgerichtet und läuft jetzt parallel. Und jetzt setzen wir den Schiebeschlitten dazu rein. Das ist jetzt ein bisschen eine Fummelarbeit. Diese Schienen sind nach wie vor locker. Der sitzt jetzt hier parallel. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen ihn ausrichten. Die untere Aluminiumschiene, diese Aluminiumschiene ist parallel ausgerichtet. Was jetzt ausgerichtet werden muss, ist diese Nut zum Sägeblatt. Und das machen wir jetzt. So, der Schiebeschlitten ist eingebaut und wie gesagt, diese Führungsschiene, diese Aluminiumschiene ist ja zuerst ausgerichtet worden mit diesem Stein. Danach haben wir die Schienen reingesetzt, haben die festgezogen, haben diese Nut hier ausgerichtet mit anhand zum Anziehen dieser Schrauben. Damit war diese Nut erstmal zum Sägeblatt parallel. Und ja, und dann muss man im Grunde genommen nur noch diese Schrauben hier ganz leicht anziehen und dann läuft es eigentlich wunderbar. Also hier die Schrauben öffnen, hier offen lassen, hier diese Schrauben in der Aluminiumschiene aufmachen, diese hier ausrichten und dann das Ganze so weit reinstellen, beziehungsweise so weit ausrichten, dass wir hier die Nut parallel zum Sägeblatt haben. Das haben wir jetzt gemacht. Die Parallelität ist jetzt hergestellt und wir haben jetzt hier mal gemessen, ich habe gerade vorhin gemessen und wir haben hier einen Versatz von 400stel. Auch damit kann ich leben, das ist absolut noch im Rahmen. Also 400stel ist so wenig, das ist eigentlich für den Möbelbau völlig ausreichend. Und ja, jetzt
will ich euch zeigen, das Ergebnis. Also dieser Schiebeschlitten läuft natürlich etwas strammer, da ist nicht, der läuft nicht durch, wenn ich ihn anschiebe, sondern ganz leicht muss ich ihn natürlich ein bisschen mit zartem Druck bewegen. Aber der Punkt ist, und jetzt hört mal her, es ist kein Spiel. Es ist absolut spielfrei und das ist nur aufgrund der Steine, die hier das richtige Maß zur Aluminiumschiene haben und dann letztendlich so ausgerichtet sind, dass völlig das Spiel komplett weg ist. Also das macht die Sache jetzt viel, viel präziser und viel besser. Und was wir jetzt noch machen müssen, wir haben ja jetzt hier noch diesen Läufer drin. Ich hole den mal ganz kurz her, dass ihr den seht. Wir haben ja hier noch diesen Anschlag, diesen Queranschlag, der ja hier in dieser Nut sitzt. Und wenn wir den hier reinschieben, dann kann man den hier hinten arretieren. Ja, hier lässt er sich arretieren. Aber da vorne hat er eben nach wie vor, ihr hört's, Spiel. So, der muss jetzt noch ausgerichtet werden. Der muss jetzt noch in der Schiene fixiert werden, so fixiert werden, dass der kein Spiel mehr hat. Und dann ist der Schiebeschlitten aus meiner Sicht zu gebrauchen. Dann machen wir einen Probeschnitt, richten also diesen Queranschlag 90 Grad zum Sägeblatt aus. Und dann machen wir einen Probeschnitt und dann schauen wir mal, wie das Ergebnis ist. So, dieser Queranschlag hat ja eine Arretierungsmöglichkeit hier. Seht ihr, das ist eine Schraube. Diese Schraube, wenn ihr die reinschraubt, dann verklemmt die sich im Grunde in dieser Nut der GTS 10. Und ja, was wir jetzt eigentlich machen müssen, ist, dass wir hier vorne an dieser Schiene ein Teil aufbringen oder befestigen, dass die Nut hier komplett ausfüllt, sodass da hier dieses Spiel, das wir hier hin und her haben, dass das aufgefangen wird. Und dazu gibt es auch ein Teilchen, das man sich in einem 3D-Drucker herstellen kann. Und zwar ist das nichts anderes als dieses Profil hier. Das zeige ich euch mal. Das ist dieses Profil. Und da braucht ihr nur noch so eine kleine Schraube dazu, die hier durchgeführt wird und vorne auf dieser Schiene beziehungsweise auf dieser Schiene. Moment. So angebracht wird und dort vorne verschraubt wird. So, was wir jetzt machen müssen, ist hier vorne ein Loch einbohren mit unten M3-Gewinde einschneiden. Und dazu machen wir jetzt erstmal diesen Queranschlag auseinander. So, das heißt, wir schrauben den hier auf. So, und dann könnt ihr eigentlich auch schon den hier aus dem Bolzen ziehen und habt quasi das Teilchen hier schon in der Hand. So. Was wir jetzt machen, ist hier vorne, hier oben ein Loch einbohren bei M3. Müssten wir, ich glaube, 2,2 oder 2,4 einbohren, um dann ein M3er Gewinde einzuschneiden. Und das machen wir jetzt.
So, zur Montage steckt da ganz einfach dieses Teil da vorne rein, arretiert oder schiebt es bis hinten durch, bis dann eben dieses kleine Teilchen noch kommt. So, dann stecken wir das, dann arretieren wir das auf der Seite. Das heißt, wir schieben es im Grunde auf eine Seite, stecken dieses Teil vorne an und schrauben es einfach fest. So. Leicht anlegen, so dass es fest ist, aber nicht richtig angepresst wird. So, handfest anziehen. Nur handfest anziehen, damit es sich nicht verschiebt. Und stärker nicht, weil ansonsten bricht es unter Umständen, dann ist es kaputt. Es ist eben auch nur ein Kunststoffteil, ja. Und ja, also. Und damit ist vorne, ihr seht es, es ist fest. Hinten arretieren wir es auch auf eine Seite. Und damit ist dieser Queranschlag, sitzt der sauber drin, hat kein Spiel mehr und kann dann auch letztendlich verwendet werden. Ich habe jetzt mit dem Winkel diesen Queranschlag zum Sägeblatt nochmal ausgerichtet, an diesem Anschlag. Und jetzt schneiden wir ein Probeblättchen in Anführungszeichen oder ein Probestück und messen einfach den Winkel nach. Und dann gucken wir mal, wie dieser Schiebeschlitten hier arbeitet. Vielleicht seht ihr das? Das ist perfektes Ergebnis. Hier ist kein Lichtspalt zu sehen. Und das hier ist ein Winkel, der nach DIN 800, ich glaube 75, hat der eine Genauigkeit von 8 μ. Also das ist ein Referenzwinkel. Und wenn wir mit dem Winkel arbeiten, dann habe ich hier keinen Lichtspalt, aber gar nichts. Also perfektes Ergebnis, der Schiebeschlitten ist super genau, er funktioniert und ja, da kann man nur zufrieden sein. So, wir haben das Sägeblatt ausgerichtet an der Nut, wir haben den Schiebeschlitten eingestellt und wir haben den Läufer da drin, also diesen Queranschlag, dem haben wir hier auch das Spiel genommen. Da ist also der erste Part letztendlich der Optimierung einer GTS 10. Ist erledigt und ja, was jetzt fehlt, ist der Parallelanschlag. Den Parallelanschlag kann man natürlich auch einstellen, ja. Und was auch noch fehlt, ist hier ein Einsatz. Das ist auch eine Optimierung der GTS 10, aber das zeige ich euch im zweiten Video oder im zweiten Teil dieser Optimierung. Und ja, an der Stelle möchte ich einen ganz, ganz lieben Dank sagen an Simon. Simon, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Auch vielen Dank natürlich für deine Videos zu diesem Thema. Und zwar das ist der Simon von Nachdenksport. Ich blende euch mal da oben den Kanal ein. Da könnt ihr euch auf seinem Shop letztendlich die Teile bestellen, die notwendig sind, um so eine GTS 10 einzustellen. Und ich kann es euch nur empfehlen, denn so super genau, wie die jetzt arbeitet und so super genau, wie sie jetzt ist, ist es eigentlich perfekt. Und es ist perfekt für jede präzise Arbeit, die ihr machen wollt und die ist auch notwendig. Also insofern, für kleines Geld das ganze Thema richtig optimieren, das bringt's. Und ich finde, das ist es in jedem Fall wert. An der Stelle, wie gesagt, Simon, vielen Dank. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Ich würde mich über ein Abo freuen. Und seid einfach gespannt auf den zweiten Teil. Denn im zweiten Teil zeige ich euch, wie wir mit dem Parallelanschlag umgehen und wie wir hier einen anderen Einsatz einbauen und was der für Effekte mit sich bringt. Bis dahin, macht's gut, Servus.